Patrick Frey, Ihr Verlag hat gerade ein Buch über Missen rausgegeben. Warum haben Sie dieses Buch gemacht? Wegen der Fotos eigentlich. Wie immer, die Bilder überzeugen. Dieser Fotograf Martin Guckesberg hat sich 6 Jahre lang hat er sich auf diesen regionalen Misswahlen herumgetrieben und einen unglaublichen Fundus an Fotografien nach Hause gebracht. Und der Rest war, könnte man sagen, Editing. Sie haben sehr viele von denen gesehen, also mehr als wir sehen werden, die wir das Buch anschauen können. Was ist Ihnen dabei eingefallen? Gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner von diesen Misswahlen? Ja, dass Schönheit ein relativer Begriff ist. Okay. In der Schweiz, die offiziellen Misswahlen werden nicht mehr am Fernsehen übertragen. Ist das ein herber Schlag für Sie? Ja, also die letzten Misswahlen habe ich eine Kolumne geschrieben für die Sonntagspresse. Und das war wirklich schrecklich. Ich muss sagen, dass diese ganzen Inszenierungsideen, die für diese Armen missen, ich finde es eigentlich ziemlich furchtbar. Aber es gehört es ist eigentlich eine Art Spitzenveranstaltung des Schweizer Trashs. Deshalb ist es schade, dass sie fehlt jetzt. Das heißt also eigentlich... jetzt ersetzt. Genau. Das ist noch, könnte man sagen, noch trashiger. Also außer natürlich Miss Russia in Switzerland. Darf ich schnell sehen, Miss Russia ist... Miss Russia in Switzerland ist dieses Foto. Das gibt es hier auch nochmal. Das sind einfach die schönsten, muss man sagen. Manchmal muss ich schnell schauen. Ah, das ist auch ein Highlight. Das ist ein Preis. Das ist ja A Man's World. Nicht? Und das ist vielleicht der Gegenstand zu The Man's World. Ein Bosch-Bohrer. Das ist der erste Preis für die Miss Do-It-Yourself. Man könnte es nicht besser erfinden, wenn man es in einem Film... die Miss Russia, das ist Miss Russia in Switzerland. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Und die sind auch wie Wachsfiguren. Die sind so unglaublich gestylt mit ihrer ukrainischen Aufpasserin. Und es hat auch heitere Bilder, also Miss Wild West. Es hat peinliche Bilder. Es hat Bilder, wo auch dieser ganze Hunger nach dem, also dieses Casting-Gesicht, diese Casting-Gesichter, das Casting-Gesicht, das finde ich einfach sehr aktuell. Das ist eine ungeheure Spannung. Da hat sich hier noch ein schönes Beispiel, wie Männer und Frauen diese Geschichte erleben. Das ist Miss Autoemotionen, was ich schon einfach den allerschönsten Miss-Titel finde überhaupt. Miss Autoemotionen. Und hier sieht man also diese Jungs. Und Männer sind einfach so unschuldig und nett. Nicht? Schau mal, wie die alle lachen. Und dann siehst du die beiden Frauen. Nicht? Die Gesichtsausdrücke der beiden Frauen. Ist das nicht großartig? Wie die diese Frauen hier taxieren. Ja, es sind sehr, sehr raffinierte Fotos. Wir haben es wirklich aus sehr vielen Bildern ausgewählt. Das heißt, es ist ein äußerst sorgfältiges Editing, auch ein gedacht für ein Buch. Also jede Doppelseite ist eine andere Welt, ein anderer Blickpunkt, eine andere Schönheit. Ich bin der Martin Guckesberg und bin Fotograf und Filmemacher und habe dieses Projekt mit dem Titel Miss während den letzten fünf, sechs Jahren gemacht. Das ist ein Buch. Und wir sind hier gerade bei der Vernissage und versuchen hier schräge neue Bloggerwege rauszufinden. Und Martin, erklär mir mal bitte, warum hast du ein Buch über die Missen gemacht? Moment, jetzt warten wir noch schnell. Es geht. Wir sind hier in Zürich West, wo permanent die Züge rumfahren. Und mein Problem war vorhin, ich habe versucht, einen Raum zu finden, wo es nicht laut ist. Das gibt es hier nicht. Dieses Quartier ist wahnsinnig laut. Wir schauen jetzt noch schnell diesen Zug zu, bevor Martin uns hier erklärt, was hat es mit den Missen auf sich. Martin.
Gut, mit dem Messen, das ist eine Auftragsarbeit, die sich dann entwickelt hat in ein Buchprojekt. Und das sind wir begleiteten oder ich begleitete die lokale Misswahlen in der Schweiz. Also von Miss Bern Ost über Miss Asia, Switzerland, Miss Russia, da zum Beispiel Miss Tourismus, das ist in Zweisimmen. Oder Miss Italia, also es hat wirklich so die, also wirklich ganz kleine lokale Wahlen. Aber in der ganzen Schweiz. Das ist zum Beispiel Miss Kambodscha. Da habe ich mich übrigens gefragt, bei diesem Bild, kannst du nochmal zurück zu Miss Kambodscha? Bei Miss Kambodscha ist das irgendwie die, das Foto, das ist irgendwie suboptimal mit, gelöst mit dem Buch, nicht? Ja, ja, das ist dann das ist ein bisschen ein Problem, vor allem, weil genau der Falz ist. Das ist direkt im Falz, aber naja, okay. Das Bild, wo es dann gut funktioniert. Okay. Ja, sag mir noch schnell, für wen hast du diese Auftragsarbeit gemacht? Das war damals, soll ich das sagen, einfach für ein Sonntagsblick-Magazin. Ja klar, unbedingt. Das hieß Sie und Er. Mhm. Wir haben also drei Wahlen begleitet, irgendwie Miss Heubuch, der schönste Bauer, und Miss Bern Ost und Miss Auto Emotion. Und daraus hat sich dann das entwickelt, dass wir gesagt haben, das könnte eine lustige Idee sein. Und der Patrick Frey hat gesagt, das werde ich unbedingt machen, das Buch. Und was mich sehr gefreut hat und motiviert hat, einfach jede Wahl zu fotografieren, die es gibt. Jetzt wieder Zug. Ja? Jetzt haben wir wieder einen Zug. Das passt sehr gut zur Edition Patrick Frey. Patrick Frey macht Bücher, die sich mit dem prallen, echten Leben befassen, sehr oft. Ich habe mal, es war irgendwie, entweder war es Fischli oder es war Weiß, der gespottet hat, irgendwie, wie war das, Patrick Frey würde ein Buch machen über Doppelgaragen im Kanton Solothurn. Das sei so ein typisches Patrick Frey-Buch. Das ist aber, es ist nicht mal so ein Witz, sondern Patrick Frey hat ein Buch rausgegeben über Kreisel, Verkehrskreisel, diverse Verkehrskreisel in der Schweiz. Also er macht wirklich so diese Alltagssachen, bei denen man dann eben erst später merkt, dass es wirklich, dass es eben sehr interessant ist und dass es Kulturgüter sind, so wie diese Misswahlen auch. Frage jetzt an dich, wie hast du das ästhetisch, wie bist du das angegangen? Hast du ein Konzept gemacht? Nee, es ist einfach klassische Reportagefotografie. Man geht hin, man sieht, man schaut, man denkt, man spricht mit den Leuten, man geht einfach auf Tuchfühlung. Und hast du dann mit der Zeit gemerkt, dass du irgendwie unbewusst da ein Konzept entwickelst oder dass das Material eine bestimmte Herangehensweise vorgibt? Es ist halt einfach Fotografie, also so journalistische Reportagefotografie ist einfach Prozess. Man geht hin, es ist wie Destillate, man destilliert dann die besten Bilder heraus und man macht viel, viel, viel Bilder und am Schluss sind es dann ganz wenige Bilder, die man wirklich auch brauchen kann, die den Anlass erzählen. Und das ist eigentlich die wirklich schwierige Aufgabe, dass man nicht ein Bild macht, das jeder machen könnte von diesem Anlass und ein Bild, das ganz typisch ist oder sehr genau den Moment erzählt über diese Wahl. Was würdest du sagen, ist das Typische von Misswahlen? Puff, das Typische. Also, ich fand das einfach spannend zu sehen, dass es also ein Mikrokosmos ist, wo sich die Leute wirklich verkaufen und es geht wirklich einfach um, es ist ein Markt das Ganze und es ist einfach unglaublich, was da passiert, was Leute mit sich machen, dass sie sich anbieten, dass sie verkauft werden wollen und dass es andere hat, die Verkäufer sind. Also es ist wirklich ein Marktthema. Man will was und Rampenlicht, berühmt sein, Fame, ja, das ist die Motivation, das Typische an Misswahlen. Wobei, das kriegt man ja, Fame. Ja, wenn Fame ist, irgendwie ein Auto fahren zu dürfen für ein Jahr oder was gab es noch? Miss RVBW-Wahl, da gab es irgendwie ein Grad. Was war das? Entschuldigung, Regionale Busvertriebe Baden, da gibt es dann ein Ticket, so ein Abi für die Stadt Baden als Geschenk. Und da muss man aber dann als Miss auch sich noch anbieten oder eben die Busbetriebe repräsentieren. So. Ich höre aus deinen Worten eine kritische Einstellung zum Phänomen der Missen raus. Freust du dich darüber, dass die Misswahlen im Fernsehen jetzt vorüber sind und dass man etwas anderes kriegt als Konzessionszahler? Ja, ich bin froh, dass ich die Wahl nicht fotografieren muss. Das ist das Einzige. Nein, ich bin nicht kritisch in dem Sinn. Hast du das je geschaut, die Misswahlen? Muss ich ehrlich sagen, die Miss Schweizwahl, die hat mich dann nie interessiert, weil wir immer beim Buch über lokale Misswahlen uns beschäftigt haben. Es war nie ein Thema.
Was ist deine Lieblingsanekdote aus all diesen, jetzt kommt wieder der Zug, wir sind wieder top aktuell hier in Zürich West auf unserem Blog. Man sieht ihn nicht mal, den Zug, aber man hört ihn. Es ist ein Albtraum, hier ein Interview machen zu wollen ohne großen Lärm. Man sieht dort drüben in diesem Fenster die Reflexion vom Zug. So, jetzt sind wir wieder bei dir. Entschuldigung, du warst am Erzählen. Ja, Anekdote, also es gibt da viele so kleine Geschichten, also ich kann jetzt da nicht, ja, es hat auch Sachen, die auch ein bisschen tragisch waren, aber Miss Bikini, das war mir in Erinnerung, wie sie da 16 ausgewählte Kandidaten hatten, 2 Linien, 8 vorne, 8 hinten und der Veranstalter war, die vorne kommen weiter und die hinten müssen zurück und dann war es genau umgetauscht und das gab dann so ziemliche Aufregung in der Garderobe und da habe ich da so mitgefühlt mit diesen jungen Frauen, die ja, die falsche Reihen gestanden sind. Das war die beste Anekdote. Ja, die beste, es gibt noch viele andere. Ich wollte jetzt so, meine nächste Frage wäre dann gewesen, das muss wahnsinnig langweilig gewesen sein. Ich muss es ehrlich sagen, als Fotograf, es war für mich ein bisschen langweilig mit der Zeit, weil man halt die Abläufe kennt, es wiederholt sich, es ist immer das Gleiche. Und es war auch die Schwierigkeit, wirklich mit der Zeit wirklich immer noch neue Bilder machen zu können. Dass es nie wiederholt. Also jede Wahl ist dann gleich aufgebaut und es wiederholt sich dann irgendwie und die Szenarien wechseln sich. Und das ist halt das Repetitive, aber es ist trotzdem spannend geblieben. Und das Buch, ja. Genau, reden wir noch schnell über das Buch. Was sind die Highlights im Buch? Also wenn es bis immer dasselbe war, wie bist du das angegangen, daraus ein spannendes Buch zu machen? Ja, wir haben geschaut, einfach, dass das wirklich Bilder sind, die, bei denen man gerne zuschaut, bei denen man verweilen will und Bilder, wo man wirklich sagt, da möchte ich ein bisschen länger schauen, wie zum Beispiel Miss Italia Switzerland, das war in Winterthur und das ist ein Bild, das schaut man immer wieder gerne an, sogar obwohl ich schon viel gesehen habe, ich schaue es immer gerne, weil es ein Bild im Bild ist und man sich überlegt, was ist mit diesen Frauen und das wird auch so ein Ding, der lokale Optiker hat dann diese Brillen gesponsert und die Frau musste dann den ganzen Abend mit diesen Brillen rumgehen, es gab dann ein bisschen einen Konflikt. Aber es ist so, das war das Ziel, einfach Bilder und es war auch wichtig, dass wir wollten nicht Bilder machen, also ins Buch reintun, die irgendwie die Frauen schlecht darstellen oder irgendwie diskriminieren oder so. Es war einfach wie einfach Zeuge sein von Orten und ja, einfach zugegebenermaßen absurde Momente. Da weiß man nicht, wo ist das jetzt genau, was ist hier. Und das ist einfach so ein Auftritt von der Miss Pole Fitness kurz bevor auf der Bühne. Das ist legitim in der Fotografie. Man nimmt einen Moment und zeigt nur einen Moment. Kannst du noch mal eine Seite weiterblättern? Ja. Noch mal eine. Ja, das ist. Das ist Miss Stall oder was ist das? Das ist Miss Paysanne, Miss Bäuerin. Das ist im Jura. Das ist eigentlich das einzige Bild im Jura. Das ist Miss RVBW. Das ist jetzt. Das ist das von den genau. Bahnen. Das ist im Busbetrieb. Ja, das war der Kürungsmoment und Soweit also zum Buch aus dem Patrick Frey Verlag. Man muss dazu sagen, dass die Bücher aus diesem Verlag in sehr tiefen Auflagen erscheinen. Dieses hier zum Beispiel in einer Tausenderauflage, die sind relativ schnell vergriffen. Wenn man sich also für Misswahlen interessiert, dann sollte man das schnell kaufen. Wenn man selber an einer Misswahl teilnehmen möchte und frustriert ist, dass das Schweizer Fernsehen die Miss Schweiz nicht mehr überträgt, nicht verzagen, meine Damen, es gibt Abhilfe. Die Miss RVBW, das ist sozusagen, das ist fast ein bisschen ein Schwesterbetrieb. Wir arbeiten ja für die VBZ und die RVBW, das sind die regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen. Also wenn man Miss RVBW bzw. Miss regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen werden möchte, dann gibt es noch Hoffnung. Man kann nämlich bis zum 29. Juni seine Bewerbung einsenden an Frau Corinne Gubler, Halbartenstraße 5 in 5430 Wettingen. Und dann stehen einem alle Chancen offen, Miss RVBW zu werden.